Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einfach meine aktuellen Schminkprodukte vorstellen, weil ich bin eigentlich sehr zufrieden damit und vielleicht ist das ja auch etwas für euch, für eure Häutchen. Also ich schminke mich immer so alltäglich und wenn man das im Tageslicht sich anschaut, vielleicht in der Kamera jetzt nicht so ersichtlich, aber bei Tageslicht, ich laufe immer am Spiegel vorbei, gucke rein und dann sage ich, oh, Make-up sieht gut aus. Genau, und diese Produkte möchte ich euch gerne vorstellen. Womit fangen wir an? Natürlich muss man die Haut vorher gründlich reinigen und dann eine gute Pflege auftragen, das Ganze gut eintrocknen lassen oder einziehen lassen. Und dann gehe ich los und fange mit dem Primer an. Und ich habe diesen Primer wiederentdeckt, und zwar von Unique. Dieses, wie heißt das? Touch Glorious Hydrating Face Primer. Ich finde, der gibt der Haut auch nochmal richtig gut Feuchtigkeit, was mich sehr überrascht hat. Die anderen Primer, die machen zwar ihren Job ganz gut, aber die geben nochmal zusätzlich die Elastizität der Haut zurück. Und als Primer macht er auch einen sehr, sehr guten Job. Ich muss dazu sagen, ich habe eher trockene Haut. Also ich denke mal, das ist dann auch eher für trockene Häutchen geeignet. Nach dem Primer, was mache ich dann? Dann fange ich mit der Base an, beziehungsweise mit der Foundation. Und auch ein wiederentdecktes Schätzchen. Ich fand die damals schon ganz gut, aber im Moment finde ich die richtig super. Das ist von Judith Williams. Diese Cream & Care Foundation mit starker Deckkraft, intensiver Feuchtigkeit und sehr lang anhalten. Kann ich nur bestätigen. Also die sitzt auf meiner Haut wirklich sehr gut und macht die Haut auch ebenmäßiger. Die lässt sich eigentlich sehr gut auftragen. Es hat eine cremige Konsistenz, eine festere cremige Konsistenz, aber man kann die sehr gut einarbeiten und dann gehe ich mit meinem Beauty-Schwamm nochmal drüber, tupfe das Ganze richtig ein und ja, sitzt einfach perfekt. Kurz danach gehe ich nochmal mit dem Puder drüber und das ist jetzt ein Puder von Avon Choux. Das ist eine der helleren Varianten. Ich finde es gut, dass es sehr fein ist. Also es ist ein Kompaktpuder. Es ist sehr fein. Wenn man mit dem Pinsel drüber geht, kommt nicht viel Produkt oder nicht zu viel Produkt raus. Und man kann das wirklich wunderbar auf der Haut verteilen. Und ich glaube, durch die Feinheit kommt nochmal eine extra Portion Weichzeichnung dazu. Natural Fair, Farbe N101. Neutral Fair. Neutral Fair. Was mache ich dann? Base, Puder. Achso, dann geht es an die Konturen ran. Wie gesagt, bei Tageslicht sieht es besser aus. Hier in der Kamera nicht so wie draußen oder im Alltag. Das hier ist von Avon Choux ein Bronzer, ein Glow Bronzer. Das sind Puderperlen. Und auch bei diesen Puderperlen ist es so, dass da jetzt nicht allzu viel Produkt oder zu viel Produkt rauskommt. Und dadurch kann man das wunderbar subtil auf der Haut auftragen. Dann habe ich noch einen Blush, den ich zurzeit nutze. Ich habe eigentlich gedacht, ich nutze endlich mal meinen Luminous, wie heißt der? Mal gucken. Ja, ich habe den schon so lange von Milani, Baked Blush Luminoso. Und ich habe gedacht, so im Sommer kannst du den vielleicht mal tragen, wenn deine Haut so ein bisschen mehr gebräunt ist. Aber dieses Korallorange, das steht mir einfach nicht. Obwohl ich wirklich sagen kann, dass dieser Luminoso ein richtig schöner Blush ist. Wirklich, es gibt einen ganz tollen, schönen Glow auf den Wangen, aber wie gesagt, mir steht diese Farbe einfach nicht, da kann ich noch so braun werden. Aber dafür dann halt von Avon, auch von Avon aus der MAC-Reihe. Auch ein sehr schöner Blush, es ist mehr so ins Rosa gehende.
Und das ist die Farbe Candy Flush. Candy Flush. Und auch hier ist es so, dass dass das Puder gut gepresst ist, also sehr fest ist. Es kommt aber ausreichend Produkt raus. Bei Blush ist es ja eh so, dass man so ein bisschen aufpassen muss, nicht zu viel mit dem Pinsel reingehen, aber es ist wirklich sehr zart. Dann gehe ich nochmal mit dem Highlighter, MAC Highlighter rauf. Soft and Gentle. Den habe ich mir mal gegönnt, weil die sind ja nicht so günstig, die MAC Highlighter. Aber Soft and Gentle, ein wirklich sehr schöner Highlighter. Wenn man mit einem etwas breiteren Pinsel hier oben drüber geht, dann ergibt das einfach so ein schönes, natürliches Strahlen oder einen schönen, natürlichen Glow, das mir wirklich sehr gut gefällt. Genau, und dann, was mache ich dann? Dann kommen die Augen dran. Und da benutze ich diese Palette in letzter Zeit sehr verhäuft. Das ist von Judith Williams. Ich finde die richtig gut. Das ist ein Quad, also da sind 4 Farben drin. Und die Pigmentierung ist perfekt. Also dieses dunkle Braun benutze ich hauptsächlich. Und man kann, also wenn ich es auftrage, es ist so weichzeichnend irgendwie. Die Pigmentierung ist sehr gut, nicht zu viel, aber gar nicht zu wenig. Perfekt eigentlich. Und ich finde, man kann es auch ganz gut verblenden. Aber ich benutze es jetzt nicht so weitläufig auf dem Auge, sondern tatsächlich nur hier unten. Und ich schminke mich jetzt nicht allzu stark, ja, am Auge, weil das bringt nichts. Man sieht einfach nicht wegen meinen Schlupflidern. Und von daher, so ein bisschen dunkle Farbe drüber geben, ergibt vielleicht so ein bisschen mehr Kontur. Was ich nicht so mehr so gerne mag, ist, wenn ich dann das Ganze hier oben nochmal richtig ausblende, dann sieht es einfach fleckig aus bei mir. Egal welchen Lidschatten ich benutze, funktioniert irgendwie nicht. Dann gehe ich mit dem Essence Superfine Eyeliner oben auf den oberen Wimpernkranz drüber, aber nicht aufs komplette Auge, sondern wirklich nur hier so ein bisschen meine runden Augen so ein bisschen schmaler ziehen. Ja, genau. Und ich kann den empfehlen, jetzt habe ich mich eingesaut. Das ist mit dieser Spitze. Ich kann damit eigentlich sehr gut arbeiten. Als nächstes, was benutze ich dann? Ach so, dann kommen meine Wimpern ran. Und da habe ich eine echte Empfehlung für euch, wirklich. Das ist von Avon, ja, und zwar der Lash Supreme Primer. Das ist eine Base quasi, die man sich auftragen kann. Das ist, hat eine weiße Farbe, aber die Farbe verschwindet, beziehungsweise wird transparent. Man muss das nur so ein bisschen antrocknen lassen und dann geht man mit der Wimperndusche drüber. Ich benutze zurzeit von Maybelline die The Colossal 100% Black. Finde ich auch sehr gut, wobei ich sagen muss, dass die schon fast aufgebraucht ist und ich mir einen Ersatz aussuchen muss. Aber die ist sehr empfehlenswert für meine Wimpern. Dann kommen meine Augenbrauen dran und ich finde nicht immer, oder bisher habe ich nicht den richtigen Ton gefunden, aber deswegen benutze ich von Dior, das habe ich mir damals gekauft, eine Zweierpalette, ein Duo. Und zwar ist das hier dieses aschige Braun. Ich mag es nicht, wenn in diesen Brauntönen so ein bisschen Orangestich drin ist. Das passt einfach nicht, das sieht man dann. Und ich finde, dieses hier ist eigentlich bisher die beste Lösung, die ich finden konnte. Two Colors heißt die Palette, 775 ist die Nummer. Ach so, nee, dann bin ich noch nicht fertig, denn dann gehe ich nämlich, dann muss man gucken, ob man das vor der Wimperntusche macht oder danach. Ich mache es immer danach. Bei mir jetzt verläuft die Wimperntusche nicht. Das ist ein Prime and Fix Spray, die matte Version von Clean ID. Und das ist es von Catrice. Warum ich das drüber mache? Um ja so ein bisschen zu fixieren, aber wenn man das aufs Gesicht drauf sprüht und dann mit einem Fächer das Ganze trocknet, dann
bekommt man oder wird das Ganze, was man aufgetragen hat, das Puder und Blush und Foundation, verschmilzt ineinander, habe ich das Gefühl. Und dann wird die Haut noch erscheint die Haut noch schöner. Bei Lippenstiften, da bin ich sehr flexibel. Eigentlich benutze ich hauptsächlich den hier. Das ist von Essence, ein ganz altes Schätzchen. Das gibt es gar nicht mehr, aber ist einer meiner Liebsten. Und ich bin echt traurig, wenn der jetzt aufgebraucht ist. Das ist so eine schöne Farbe, so eine schöne natürliche Farbe. 03 Come Naturally heißt es, wenn man das noch erkennen kann. Hier. Bisher habe ich noch keinen Ersatz gefunden, keinen Dupe. Aber je nachdem, was ich halt mache, wenn ich spezielle TikTok-Videos mache oder auf meinen anderen Kanälen, kommt auf das Thema drauf an, nutze ich dann auch mal diese hier von Avon, die Luxe-Reihe, das Serum oder aber auch von M. Assam. Da habe ich auch einen ganz tollen roten Lippenstift. Das ist so meine alltägliche Schminkroutine, wirklich eigentlich für den Alltag eher. Ich finde, also ich bin zufrieden. Ich habe da so jetzt meine Routine gefunden. Ja, der Bronzer sieht jetzt so ein bisschen vielleicht zu viel aus, aber ich sag euch, die Kamera, die lügt manchmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Könnt gerne den Abonnal abonnieren. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.